Gaming. It's come on time. Dominion. Yeah, talk now, we're Amiga. It's come on time. Ein herzliches Hallo, liebe Retro-Gaming-Maniacs, Amiganer und Amiganerinnen, Commodore-Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von der CD-ROM-Treiber mit Tomaniac. Heute, da unten sieht man schon eingelegt, habe ich die Aminet 21. Und ich gucke immer ja mal, oh, schön ausgedingst, mal Greenscreen. Interessant. Guck ja immer mal, was sind hier so an brauchbaren Games vor allem drauf. Denn Anwender und so weiter, das interessiert mich hier in dem Format jetzt eher weniger. Es geht hier um Games, eventuell auch mal um coole Mucke oder so, je nachdem, was da ist. Da gucke ich gerne mal rein und ja, jetzt bin ich mal neugierig, was wir hier finden. Denn angeblich sollen hier über 124 Megabyte an Games sein und die äußern sich in 274 Game-Files, die sich irgendwie um Spiele drehen. Sind natürlich auch schon mal Demo-Versionen dabei oder irgendwelche Add-ons oder sowas, ne? Und jetzt gucken wir hier einfach mal rein. Und da haben wir es, jawohl. Und ich pick einfach mal, Ziel ist immer so, pro Ausgabe so drei Games rauszupicken und die mal anzugucken. Ich weiß natürlich bis jetzt auch wieder mal noch nicht, ob es denn läuft. Zwei and more player games? Nö, ich bin alleine, also muss ich ja irgendwo ein One-Player-Game nehmen. Gehen wir da mal gucken. Crackout, Rather Old Breakout Clone? Ich kenne Crackout vom C64. Keine Ahnung, vielleicht hat sich ja jemand die Mühe gemacht, das für einen Amiga umzusetzen. Gucke ich gleich mal rein. Shankara, The Arcade Adventure. Aha, sind zwei Discs. Vier-Player-Wargame und Spektrum-Klassik. Ja, Vier-Player ist schwierig und Multiplayer-Gravity-War ist eigentlich auch schwierig. Da bleibt ja eigentlich fast nur das Crackout übrig. Wollen wir mal gucken, ob es läuft. Lassen wir uns mal überraschen. Run. Und wenn das so ist wie Crackout, ja, eventuell spielt man das ja dann hier mit der Maus. Ne? Das wäre cool. RAM Expansion detected. Ja, nice. Da ist Schmugge am Start. Mhm. Bis jetzt steuere ich alles mit der Maus. Ich denke mal, ich kann den Joystick erstmal zur Seite legen. Written using AMOS. Alle klaro. 1992. Wow. Axel F. Musik an, Sound on, normal Levels und schön regenbogenbunt. Jetzt bin ich mal gespannt. Enter Level Code habe ich nicht. Ich mit Enter hier einfach weitermachen. Gibt's also Level Codes? Ja, das ist ja tatsächlich das Crackout vom C64. Ah, der schießt von alleine los hier. Oh, das ist aber schnell. Gut möglich, dass er irgendwie auf meine Turbokarte reagiert. Das kann durchaus sein. Dann werde ich nicht weit kommen. Ah, Big Schläger ist immer nice. Da kriegen wir das Level ja geklärt. Es sieht schon so aus wie das Crackout auf dem C64. Ja, mal sehen, ob ich das aufgeräumt kriege hier. Ich mag diese Breakout-Varianten. Ich habe Crackout total oft und gerne gespielt früher. Ich frage mich, ob dann hier auch diese Gemeinheiten kommen später, die deinen Ball auffressen oder festhalten oder solche Geschichten. Hm. Ich glaube, das gibt eher eine kurze Vorstellung dieses Games. Die C64-Version von Crackout, die hat natürlich richtig geniale Mucke auch. Aha, zufällig den richtigen erwischt hier. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich das Level geklärt krieg. Ich glaube, ich habe auch nur noch einen Schläger, also einen Ball. Was wäre ja noch nice to... Was ist denn jetzt los?
Jetzt steigt er mir einfach aus. Okay, das heißt also, genug gesehen, mach weiter. Ja, dann gucken wir mal, was wir als Business nehmen. Das war jetzt also nicht so geplant. Board Games. Ich bin jetzt nicht unbedingt auf. Ja, Schach, das ist genauso, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Scrabble-Klon. Deutsch und Englisch. Na gut, da kann man mal reingucken. Vorausgesetzt, es läuft auch. Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal aus. Ja, Crackout ging dann ja schnell rum. Jetzt gucken wir mal. Konnte den Zeichensatz Xenfont nicht laden. Kann leider das Fenster nicht öffnen. Okay, dann eben nicht, ne? Aber sowas wie ein Assign musste ich hier nicht machen, oder? Normalerweise muss man keine Assigns machen. Gute Frage. Find Prefs. Preferences. Extract to. Ja, da kann ich erstmal nichts Verdächtiges entdecken in dem Moment. Gucken wir mal, ob wir dann irgendwie noch zwei Games zusammenkriegen, die man hier zocken und zeigen kann. Datafiles for Games, Demos of Commercial Games, Gag-Programme. Was soll das sein? Bob Lotto, System-Friendly Gag-Programm. Schauen wir mal. PC-Kauf, ah, das kenne ich. Gucken, was das hier sein soll und ob das läuft. RAM, RUN. Click on the button for the guaranteed winning lottery number. Hit the close gadget to exit. Okay. Ha, ha, ha. Man kann diesen Button nicht klicken, weil. Oh, gut, ich war mal kurz mit dem Mauszeiger drauf. Na, toll. Ja, okay. Also, Lottogewinner wird man mit diesem Programm nicht, weil, ne, alles klaro. Ja. This little program is not warranted or guaranteed to do anything useful. Any use of this program is at your own risk. Cannot be held responsible for any damage of any form. Ja, schön. Ja, steigt doch auch einfach aus. Dann darf man nicht mal zu Ende lesen. Ja, PC-Kauf, das kenne ich. Das ist also auf jeden Fall auch komisch. Das hatten wir schon mal irgendwo. Allows cheating in UFO Enemy. Ja, ich glaube, dann ist das, gibt das hier nicht so viel weiter her. Jump and Run Games. Gucken wir mal, ob wir da was haben, was wir noch nicht kennen. Blobby. Ich glaube, dass ich Blobby schon mal auf irgendeiner Disk hatte. Toad. Like Frogger, only a Toad. Okay, dann gucken wir mal, ob wir die Schildkröte hier über die Straße kriegen. Wie gesagt, vorausgesetzt, es läuft. Ja, es ist immer spannend zu sehen, was ist auf den CDs so drauf, ne? Aminet und Co. Und ich habe noch jede Menge CD-ROMs. Also da hat man noch Stoff für Ewigkeiten. Langweilig wird's nicht. Man muss natürlich gucken, was läuft und was läuft nicht. Story of Toad Mountain. Was ist denn die Story? Kann ja nicht lang sein, oder? Jetzt 25 Seiten. So, in the year 1996, the world's insect population tripled over a short period of time. No answer has ever been found to why this happened. Trees, grass and crops were being destroyed at an alarming rate. Facing massive starvation, the leaders of the world turned to their country's top scientists for help. A solution was found using genetics. A breed of giant toads was created. The toads were huge, averaging 1200 lips each. In a short time, they consumed the insect population. Then a new problem developed. Without enough insects to eat, the giant toads started to eat everything they caught, including people. Okay, also klar, diese Riesenschildkröten haben nicht nur die Insekten gefressen, sondern mögen jetzt auch Menschenfleisch. Ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ja eine richtig lange Story. Instructions 2, hoffentlich ist das einfach zu spielen. Highway, busy with traffic. At the bottom of the screen sits a giant toad. Unsere Schildkröte also. Move or guide the toad by pushing the joystick in the appropriate direction. You must safely guide the toads through the electrified barriers at the top of the screen, avoiding anything in your path. There are five levels mit drei Stages each und so weiter.
Ja, dann wollen wir mal gucken, ob es auch läuft und nicht jetzt abschmiert. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier haben. Toad Mountain. Ich hoffe, ich kann das mit dem Joystick überhaupt spielen. Interstate, Stage 1.1. Ja, ja, okay. Ich bewege mich. Ich kann mit dem Feuerbutton nichts machen, ne? Okay. Oh Gott, bin ich langsam. Ne? Oh, ich dachte, ich kriege den Arsch noch gerade so von der Straße. Okay. Na, das war ja was. Ich denke mal, was soll das sein? Ein Vogel mit vier Flügeln? Merkwürdige Gestalten sind hier unterwegs. Ich jetzt den Arsch rechtzeitig weg? Ich traue mich nicht. Das geht, glaube ich, aber nicht auf Zeit, oder? Jetzt so Britz. Aha, Ziel. Wie sieht das nächste? Ja, das glaube ich auch, weil entweder kriegt mich der LKW oder dieses Vogelding. I'm so slowly. Ich kann auch nicht schneller, ne? Ich kann den Hebel nur in die Richtung halten. Ich kann nicht so doing, 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 so wie bei Frogger mit jedem Mal anstupsen. Da landet man dann irgendwie einen Schritt weiter. Danke! Ach, einmal diese lahmarschigen LKWs, ey. Die da im Schritttempo vorbeikommen. Na, da haben wir ja was Tolles ausgesucht. Das konnte man ja vorher nicht wissen. Das wird nicht das letzte Game vom Bodensatz sein. Das schaffe ich, das schaffe ich. Bäm. Tada. Stage 1.3. War das Arnold? Ja, bei dem Tempo make ich das garantiert never. Halt, stopp! Come on, come on, kick it! Oh, gerade so den Arsch von der Straße gekriegt. Flood! Was kommt jetzt? Level 2. Es wird wild. Swim or sink, Toad. Ich kann nicht diagonal. Getötet von einem Ruderboot. Death by a Ruderboat, Toad. Oh, fertig. Ja, reicht, ne? Ich bin nicht letzter. Okay, gut. Press any key. Ja, also, gut. Kommt man doch irgendwie wieder raus? Kommt man nicht. Also muss ich resetten. Reset. Ja, also, gut. Zwei Games haben wir gesehen. Dann gucken wir uns jetzt Game Nummer 3 an. Also mal gucken, was wir da finden. La 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 la. Index. Das war unter Games und dann unter Jump and Run, ne? Da hatten wir Toad. Gehen wir das einfach mal von unten nach oben durch irgendwie. Also eins wollten wir ja noch haben. Hier gucken wir mal, was Genie ist. Wenn's denn läuft. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. P-Paint 6.4. Personal Paint. Ne? Das ist das als Vollversion hier drauf auf der Aminet-CD. Ah, ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann gespielt in irgendeiner Ausgabe. Ich glaube, das kenne ich. Ich meine es. Mal gerade gucken, was man hier alles kann. Da kann man wahrscheinlich Joystick oder Tastatur. Schwarz-Weiß oder Farbe. Weiß nicht, was das sein soll. Musik oder Sound-FX. Was ist das? Collect 1290. Also irgendwie alle goldfarbenen runden Sachen. Extra Items to collect. Walk on Water. Okay, und da unten alles, was sich sonst bewegt, ist dangerous. Oh, man kann auch ein Spiegelei einsammeln. Was ist denn das?
Ach so, wer es gemacht hat. Und das? Ah, Highscore. Ah, deswegen ein goldener Joystick. Internetadresse und beenden wahrscheinlich. Ja, wenn ich es mal gezockt habe, dann ist es schon eine ganze Weile her, glaube ich. Ja, so, ach so, ich muss ja hier auf Go drücken. Let's go! Ich hoffe, das schmiert mir nicht ab. Ah, das ist so ein. Also mit Hebel in die entsprechende Richtung springe ich. Kann ich was mit dem Feuerbutton machen? Nein. Der reagiert aber. Der braucht aber ewig, bis er reagiert mit dem Springen. Komisch, wieso ging denn das jetzt? Bevor das untergeht. Drei, okay. Reagiere. Was ist das, ein Burger? Vier, okay. Jetzt irgendwie zu fünf kommen. Er reagiert noch nicht so gut, wie er soll. Ah, man kann den Joystick dann aber auch in die entsprechende Richtung gedrückt halten. Ah, dann geht das schneller. Dumm nur, dass er bei der 6 gerade nichts ist. Muss ich jetzt einen Moment warten, ne? Wenn ich Glück habe, komme ich da jetzt dran. Nein, komme ich nicht. Okay, alles klar. Wollt's nur wissen. Ja, bei der 6 ist immer noch so winzig. Geht das auf zu. Ah, jetzt komme ich ran, hoffe ich. Jawohl. Na! Habe ich die 8 übersprungen? Aha! Sieht aus, als ob ich das erste Level irgendwie geschafft hätte. Ist ja gar nicht so schlecht. Ich dachte, ich hätte jetzt Musik. Wohl nicht. Ah. Das ist ja doof. Jetzt komme ich ja irgendwie gar nicht weg, ne? Jetzt muss ich warten. Interessant. 1:02. Die Zeit läuft aber weder vorwärts noch rückwärts. Es kann jetzt mal was aus dem Wasser kommen, damit ich hier auch mal wieder irgendwie weiterkomme. Ich hänge fest. Hallo? Jetzt vielleicht. Na, das Problem ist. Das ist ja total dämlich. Du kommst ja überhaupt nicht vorwärts. Du weißt überhaupt nicht, wo du hin sollst. Jetzt vielleicht da links. Aber warte mal, das ist ein Gegner, wollte ich gerade sagen, dem ich ausweichen muss. Nein! Oh! Toll. Du hast ja überhaupt keine Wahl. Ah, scheiße. Ja, so verliert man dann doch schneller ein Leben als gedacht. Das ist ja total mies. Da kommst du ja überhaupt nicht hin, wenn die Steine da nicht so aus dem Wasser kommen, wie du das brauchst. Das ist ja ein bisschen kacke. Das kann jetzt vielleicht klappen, wenn ich ganz viel Glück habe. Oh. So, und damit habe ich jetzt Coin Nummer 1. Das war aber jetzt hart. Ah! Der kommt raus. Gut. Ah, scheiße. Ach, hier hängen zu bleiben ist aber auch echt dämlich. So. Jetzt kriege ich vielleicht die 3. Jawohl. Was machen wir denn da? Absaufen. Oh, oder Schwein haben. Das ist manchmal auch wirklich eine Glückssache, ne? Ah. Boah, Kacke. Game over. Okay, kein uninteressantes Spielchen. Kann ich mich eintragen? Nein? Ach doof. Kann ich nicht. Ich bin so schlecht. Wir können dem ja nochmal ein Dings geben, aber irgendwie hatte ich vorhin. Guck mal, ob jetzt Musik kommt. Gehen wir nochmal eine Runde. Hört sich genauso an wie vorhin. Und ich glaube, ja, hallo, spring, mach was, tu was. Schnell, bevor der Felsen weg ist. Ja, die 1. Komm. Warte mal, vielleicht hole ich mir vorher ein Stückchen Melone. Boah, okay. Level 1 scheint ja noch zu gehen. Habe ich ja vorhin einigermaßen gepackt. Zumal es hier noch genug feste Plattformen gibt.
Aber Level 2 ist dann ja doch schon deutlich härter, ne? Ah, jetzt ist das Herz weg. Aber ich kann versuchen, die Gürsche da oben zu kriechen. Jawohl, die krieche ich, ne? Tja, die 5. Komme ich wahrscheinlich nicht ohne Absaufen dran. Ah, jetzt. So, Meloni. 6. Tja, die 7, die 7. Jetzt kann ich sie kriegen. Die 8 sieht gut aus. Die ist safe. Die ist nicht auf so einem. Eine 9 ist auch nicht schlecht, glaube ich. Und darunter ist noch ein Früchtchen sogar. Und jetzt muss ich nur noch dahin. Dann ist Level Outgang. Ne? Jawohl. Geschafft. So, jetzt. Der kommt, oder? Scheiße. Ja, das ist doch. Das ist ätzend. Vielleicht habe ich ja jetzt Glück. Nein, schneller, 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 schneller. 1. Aber wie kommt man jetzt heile an die 2? Mit Glück 2. Jawohl, aber die 3. Ja, gib mir Birnen hier. So. Können natürlich jetzt so versuchen, dran zu kommen. Komm aus dem Wasser da oben, jawohl. Spring, spring, du Kack! Na, mit ganz viel Glück kriegen wir die 4 auch noch. Und die 5 Minuten jetzt. Oh! Klappt das? Klappt das? Ah. Ich glaube, ich bin diesmal besser als vorhin. Ja, irgendwie bricht alles um mich rum weg. Das sieht eher schlecht aus. Ah, mal anders hinsetzen hier. Ja, also, wie soll ich denn nach da oben kommen? Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Vor allem, wenn alle Steine dann verschwinden. Ja, und da bei der 7 hat auch nichts Bock, drunter zu kommen. Jetzt vielleicht. Komm hoch! Ja! Geh zurück! Oh, das ist riskant, was ich hier mache. Ja! Oh Mann, letztes Leben. Wahrscheinlich, oder? Ne, 2 habe ich noch. Tja, jetzt sollte das nur so kommen, wie ich es brauche. Komm, noch ein. Ah! Ich glaube, sobald der Punkt schwarz ist, kann man da drauf springen. Na, mach, mach, na, shit. Na, was mache ich denn da? Vielleicht habe ich jetzt da Glück. Irgendwie schwarz, jawohl. Stopp. Es scheint ja nicht auf Zeit zu gehen. Wobei es kann sein, wenn man zu lange braucht, dann wird man da von diesen Sachen verfolgt, die Felsen oder so. Nein, nein, warte, warte. Ah, warte mal, was ist das da? Irgendeine Sache war doch, dass man auch übers Wasser gehen konnte. Lass mich raten, das ist es nicht. Nein, das war es nicht. Also kurz vorm Ziel abgekackt. Ich bin da in der Highscore drin. Aber eintragen kann ich mich wohl ganz offensichtlich nicht. Ja, dann halt nicht, ne? Okay. Gut, ja, da haben wir drei Sachen mal gesehen in dieser Ausgabe von der CD-Rumtreiber, die Aminet CD 21. Mal sehen, was uns in der nächsten Ausgabe erwartet, weil ich gehe die CD ja jetzt mal so ein bisschen durch. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß beim Ausprobieren. Also das hier hat mir jetzt auf jeden Fall am besten gefallen von den Sachen, die wir da gesehen haben. Und wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt, zock mal wieder oder was auch immer, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, Like und Abo nicht vergessen. Ciao, bis denne, macht's gut, ihr Lieben, euer Tomaniac.